教えてよ、教えてよ、その仕組みを僕の中に。Wäre irgendwie cool, wenn ich ein Spiel hätte, das ich spielen kann und dazu Videos machen könnte, das irgendwie Anime-Charaktere hat oder so. Oder vielleicht ein anderer, das oder irgendwie ähnliche Manga-Charaktere oder Anime-Charaktere oder so. Damit meine ich jetzt nicht. Just Monica, just Monica. Ja. Ja, mal sehen, was so die Kommentare so unter der letzten Ender-Folge sagen. Ah. Könntest du mal Genshin Impact spielen? Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es wieder ein neues Video, nämlich jetzt zu einem Spiel, das so ein Monat oder so schon draußen ist, nämlich Genshin Impact. Ich habe keine Ahnung wirklich, um was es in dem Spiel geht. Meine Schwester hat gesagt, sie hätte es mal, jetzt habe ich schon gestartet, hätte es mal gespielt, aber dann auch wieder fertig. Sie hat mir irgendwas gesagt, dass es irgendwie um zwei Geschwister geht, einer wurde entführt oder so, oder beide wurden entführt. Ich weiß es nicht ganz und ich sehe gerade, ich muss noch etwas machen, um das herunterzuladen. Nämlich hat mir die gute Sarah in die Kommentare geschrieben, ob ich mal dieses Spiel spielen könnte. Und ich habe es auch schon mal gesehen und habe mir auch gedacht, vielleicht spiele ich es mal. Und ich dachte mir, ich spiele jetzt. Ja. Wenn es erstmal heruntergeladen hat, ja, dann bis gleich. Oder später. Bis das Spiel heruntergeladen hat. Na toll. Also Leute, das Spiel hat jetzt geladen. Dann würde ich mal sagen, werde ich jetzt das Spiel starten. Ich bin gespannt. Genshin Impact, Warnung vor dem Spiel unbedingt lesen. Bei einem sehr geringen Teil der Menschen... die visuell einge... Okay, ich hoffe jetzt. Also dann können sie das auch ein bisschen länger lassen, wenn man das lesen soll. Okay, anscheinend muss ich mich erst anmelden. Dann bis gleich. Dann wollen wir mal gucken, wie das Spiel jetzt so funktioniert. Wo bin ich? Wer bin ich? Ich sehe nur weiß. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? Whoa. But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders! Fremde, your journey ends eure Reise wird hier ein Ende finden. Who are you? Wer the bist sustainer du? Of heavenly principles. Der the arrogation of mankind ends now. Okay. Ich kann jetzt auch nicht alles lesen, okay? Wähle einen der Geschwister. Okay, ich nehme ihn. Weil ich ja ein Typ bin. Teile deinen Namen mit. Raphael. Ups. Raphael. Richtig geschrieben? Ja. Okay. Raphael. Nein! Angriff! Yes! Oh-oh.
give my sister ich bin meine back. Schwester zurück. Oh Mann. Und so entführte die Gottheit meine Schwester, außerdem wurde mir eine eigentliche Kraft geraubt. Einst konnten wir die Welten frei durchstreifen und nun sitze ich hier fest. We are now trapped here. Selten reisen können, gerade wird das. Das ist gerade die Planung. How many years ago was it? Ich weiß schon gar nicht mehr vor wie vielen Jahren. But I intend to find out. Ich werde das nicht auf sich. When I woke, I was all alone until I met you 2 months ago. Bis ich dich vor 2 Monaten. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. Hier auf deinem Weg bestehen. We should head off. Gut, let's get going. Los. Okay, geht's jetzt los. Bewege die Maus, um die Kameraperspektive zu ändern. Okay. Bis jetzt, es sieht schon cool aus, das Spiel. Verkleinere oder vergrößere den Zoom mit dem Mausrad. Ich glaube, das ist ein bisschen Standard. Also Standardzeug, ja. Umschall. Klicke Umschall links. Rechts Maustaste, um auszuweichen. Drücke Leertaste, um zu springen. Ah, so. Ah, so kann ich kämpfen. Interessant. Ah, so kann ich auch sprinten. Okay. Schon mal interessant. Oh, ein Gegner. Ich will wieder die Kraft meines Schwerts. Komm zurück. Gut. Oh. Okay. Hier. Nähe dich einen Teleportationspunkt und drücke F, um ihn zu aktivieren. Okay. Teleport-Spawnpunkt. Erstens, öffne das Kartenfenster. Zweitens, wähle einen Teleportationspunkt, den du schon freigeschaltet hast, um dich an die jeweilige Stelle zu teleportieren. Okay. Warte auf mich. Für die Karte. Ah. Okay. Sieht eigentlich schon mal ziemlich interessant aus, das Spiel. So. The path ends here. Hier geht es nicht weiter, dann musst du wohl klettern. Climbing depletes Klettere stamina and depleted stamina takes time to recover. Okay, okay, let's take the route we planned. Die Strecke, wie wir We're off to a statue of the seven. Statue der Which sieben, of the seven okay. are you looking Frag for exactly? Welche der sieben Gottheiten, okay. Ah, klettern. Erinnert auch ein bisschen an Zelda Breath of the Wild. Wie ein Wanderer auf. Okay, aus der Vogelperspektive gibt bei der Regierung für Vogel V. Ja. Ich stelle Gefahr, aber nichts passiert. Vielleicht kommt das noch. Ah, und sie begleitet mich die ganze Zeit. So. Okay, was habe ich hier? F. Dämmerfrucht. Okay. Also eben. Auch wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal, glaube ich, gesehen bei Epic Games. Habe gesehen, dass es gratis ist und dachte mir, vielleicht spiele ich es mal. Dann hat mir Sarah reingeschrieben in die letzte Endfolge, ich soll mal das Spiel spielen. Und dann habe ich auch gesehen, dass anscheinend zur Zeit das auch seit einem Monat ist, also auch noch nicht so lange. Und dann dachte ich, okay, dann spiele ich es mal, wenn es mich auch interessiert. Ah, hier. Und es sieht auch wirklich cool aus. Also dafür, also auch, es ist ein gratis Spiel und es sieht einfach wirklich cool aus. Genshin Impact. That's a statue of the seven. Das ist die Statue der sieben. Paimon heißt sie. A few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world. Verteilt, um zu zeigen, dass sie über diese Welt wachen. Among the Seven Gods, this God controls the wind. Diese Gottheiten beherrschen die verschiedenen Elemente. Diese hier kontrolliert den Wind. Paimon's not sure whether the God you're looking for is the animal God, but der Gott des Windes, der ist, den du suchst, aber Paimon will take you to the animal God's place first, and there's a reason why. Gebiet dieses Gottes. Okay, kann ich jetzt irgendwie fliegen? Der Fremde, der Windfing.
Der Friend, As we all know, poetry and language flow like the wind. Posten mit dem Wind, weil, okay. Warte, und jetzt soll ich machen, soll ich? Nein, springen soll ich nicht. Oder? There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Okay. Ich will nur mal gucken, irgendwie das erinnert eigentlich auch nochmal an, hey, wo gehst du denn hin? Komm her, du zu Paimon. Okay, ja. Aber irgendwie das erinnert auch ein bisschen an die Szene aus Breath of the Wild irgendwie. Link da, Hyrule guckt. Ja, okay, dann gehe ich jetzt mal zu Paimon oder ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. Frage, so let's hop bisschen. To it. Na dann legen wir mal los, okay? Ja, soll ich das Zeug hier eigentlich einsammeln? Ich sammle mal ein. Oh, ein Tier. Soll ich. Oh nein! Tut mir leid! Dann nehme ich mal das Fleisch mit. Ah, das Schwert. Ah, das Schwert ist auf dem Rücken. Rohes Fleisch, ein frisches Steak. Okay. Ja. Sieht aber schon mal ein bisschen cool aus. Du kannst gleich zur anderen Seite schwimmen. Und du kannst fliegen, oder was? Kann ich nicht eigentlich auch fliegen? Ich glaube, hat er irgendwie sein... Also nein, ich glaube, er hat nicht seine Jungen verloren. Das kam nur kurz zuvor irgendwie. Ah. Ah. Ich hier suchen. Das sieht also auch irgendwie aus wie so ein Zeichen. Also, okay. Ist das irgendwie eine Fähigkeit oder so? Oh. Ah, ist das jetzt auch so ein Teleportpunkt? Tue die über Mondstadtwachen über große steinerne Statuen, die über Mondstadtwachen. Man erzählt sich, dass sie der Gestalt des Windgottes nachempfunden sind. Der Wind hat die Samen herbequit. Die Zeit lässt sie keimen. Die Statuen warten still darauf, dass eines Tages eine edle Gestalt sie besucht. Die tausend Winde der Zeit werden eine neue Geschichte bringen. Okay. Kann ich das jetzt auch schließen? Ah. Oh, did you just feel the elements of the world? Das Element dieser Welt gespürt. Die Elemente dieser Welt gespürt. It seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. Die Statue berühren, um die elementare Anemokraft zu erhalten. Was ist Anemo? As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Kräfte, musst du wissen. Diese Fähigkeit habe ich sicher, weil das Ganze ist ziemlich seltsam. It's a bit rude to say that about the power Macht the gods just gave you. Zu verdanken. Okay, ja. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. Dem Gott des Windes. Es ist auch die Stadt des Windes. So perhaps, because you got power from the god of animal, you can find some clues there. Diese Statue hier bekommen. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Geben. Vielleicht hat einer von deiner Schwester gehört. Let's move then. Gehen wir san. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Ich denke, das ist ein wahrhaft gutes Zeichen. Okay. Nebenbei, ich lese auch hier alles, weil erstmal dann könnt ihr vielleicht auch noch lesen. Dann hört ihr, was sie sagt. Also auf jeden Fall, ich kann, also auf jeden Fall, ich, wartet, bin ich gestorben gerade oder ist das Ding wie... Okay, warum werde ich immer wieder zurückgesetzt? Okay, wo soll ich jetzt hingehen? Nach besten drücke, um eine Elementarfähigkeit anzuwenden. Aha, das soll ich tun. Oh! Ich bin Avatar Herr der Elemente, jetzt bin ich zum Luftbändiger geworden. Ja,
Ja, hier. Zack. Ich bin der Luftbändiger, der Luftavatar. Ja. Ja, auch noch ein bisschen mit dem Schwert und Fisch fuchteln. Ah. Halte E gedrückt, um die Stärke des Effekts zu erhöhen. Okay. Oh Mann. Ja, und jetzt? Ah, sind die eigentlich schwach gegen Luftbändigung? Luftfähigkeit. Ich drücke Q, meinen Spezialfähigkeit anzuwenden. Okay, das war ziemlich spezial. Das ist die Animal-Kraft, die du... Piano ist ganz neidisch. Piano will auch solche tolle Kampfkünste. Drücke Esk, um Paimon zu rufen. Die Tastenbelegung kannst du unter Einstellungen Steuerung einsehen. Okay, ah, hier ist sie. Truppen, Freunde, okay. Inventar. Aufträge, Rückmeldung. Ah, okay, interessant. Also sie ist für mein Inventar zuständig. Alt, drücke Alt links, um die Maus anzeigen zu lassen und damit Buttons auf der Benutzeroberfläche zu bedienen. Okay, Alt. Alt links. Oh, Taste. Okay, ich weiß gerade auch nicht ganz. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Okay. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wie lange die Aufnahme schon läuft. Aber sieht schon cool aus, das Spiel hätte ich bestimmt noch weiterspielen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr Lust habt auf weitere Teile dieses Spiels. Dann können wir das Spiel so angucken. Ah, hat sich gerade noch gerollt. Kann ich das dort hinten auch einsammeln? Okay, und oh, was ist das? Hä, was ist das denn? Ja, habe ich auch gefragt. Ein riesiges Ungetüm und es fliegt. Ja. Es ist in den Wald hineingekommen. Wir sollten aufpassen, wo wir hingehen. Okay, aber ich will. Oh Mann. Ey, die Dinger sehen auch aus wie so Bocklings. Ahaha! Ich bin der Avatar, ihr könnt mir nichts! Raphael, Herr der Elemente! Oh! Hey, die haben so rote Partikel, wie diese, mit der Gott da hatte oder die Göttin da hatte, mit ihrer roten Magie da oder was das auch war. Gibt es da eine Verbindung vielleicht? Entschuldigung, ich gucke immer hier runter, weil hier meine OBS-Aufnahme ist. Ja, okay, ich kann hier eine Kiste öffnen. Einfache Truhe. Oh. Salah. Oh, F. Ich bin mir gewohnt mit E. Wahrscheinlich wegen Minecraft. Ah, also ich sehe in diesem Spiel auch ein paar Parallelen zu Breath of the Wild. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das direkt gestohlen wurde. Vielleicht ein bisschen inspiriert. Ja, Ähnlichkeiten, ja, aber sonst hat es ja eigentlich einfach eine komplett eigene Story. Okay, dort hat es wieder so Windblade. Ja. Ah, zack. Wann kann ich wieder meinen Special Move? Oh Mann. Zack. Und. Ja. Okay. Also jetzt geht's auch darum, in die Stadt zu gehen. Ja. Aber, also Leute, ich wollte jetzt den Part hier nicht zu lange machen. Ich weiß auch nicht ganz, wie lange es jetzt schon geht. Ich schätze mal so ungefähr die 10 Minuten habe ich jetzt. Aber, ich wollte jetzt einfach mal testen, worum es geht und so. Und ich werde es bestimmt auch noch weiterspielen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch Lust habt, weiterzuspielen. Und ja, schreibt auch gerne weitere Ideen in die Kommentare, was für Spiele ich mal spielen könnte. Aber das hier wird wahrscheinlich jetzt ein Teil in meinem Upload-Plan werden, dieses Spiel. Ich bin gespannt darauf, das weiterzuspielen mit der Piamo, steht irgendwo ihr Name. Geh tief in den Wald. Okay, also auf jeden Fall, jetzt haben wir ja hier die Windkraft bekommen. Hier. Ja, und deshalb würde ich jetzt mal sagen, werde ich jetzt für das erste Mal den Part beenden. Und ja, Minecraft Ender wird nächste Woche Dienstag kommen und auch Freitag, ja. Ich habe diese Woche kein Ender mehr gebracht, außer Dienstag, weil ich dachte, es wäre besser, weil ich noch Zeit brauche, um Folge 17 zu machen. Und der zweite Teil dann
gut reinkommt, wenn ich den nächste Woche bringe von Folge 16, den zweiten Teil Dienstag und Freitag dann den Folge 17. Ja, also dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Nächstes Mal werden wir herausfinden, was da im Wald reingeflogen ist oder so und dann wahrscheinlich in die Stadt gehen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, kommentiert, ob ihr mehrere Parts von dem Spiel wollt. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ciao, tschüss.